Zap, moin Leute, Vanori am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit Icy im Todesstern, aka der FV215B183. Und das ist, also, so werde ich das Ding nicht nennen, das ist der Todesstern. Und damit hat sich die Sache erledigt. Wahlweise auch Englisch Death Star. Aber Todesstern ist dann doch ein bisschen einfacher. Könnte noch den Boomstick nennen, aber je nachdem, wie man das halt gerne hätte. Interessanterweise hat er nicht voll Premium hier, also voll Hash, sondern er hat halt auch AP dabei und interessanterweise so eine High-Kugel. Viele Leute machen das gar nicht, interessanterweise, weil sie überhaupt gar nicht das Risiko eingehen wollen, irgendwie abzuprallen. 230 mm Durchschlagskraft und das Ding hier hat 310 mm Durchschlagskraft. Aber interessanterweise macht das Teil hier halt mehr Schaden. Ne? Da geht der Erste auch schon flöten. Kommt hier langsam und vorsichtig um die Ecke. Möchte eingezielt sein. Oh. Sag Hallo zum Todesstern. Schön. Wenn der Badger da hinten nochmal aufgeht und der da immer noch rumgammelt, dann ist das der perfekte Moment, um diesen 10er TD mit der starken Frontpanzerung daran zu erinnern, warum der Todesstern ist. Nicht penetriert, aber immer noch 600er Kelle verteilt. Ordentliches Ding. Muss man einfach mal so sagen. Und die Mediumpanzer sind mutig und fröhlich dabei, das Ding zum Runden. Also eigentlich gar kein großes Problem hier, weiter nach vorne zu fahren, auch wenn man eventuell aufgeht oder aufgehen sollte. Solange die Mediumpanzer nicht in den Weg fahren, könnte er da eventuell sogar einen Blindschuss auf die Foch. Habe ich da irgendwas verpasst? Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Irgendwas habe ich da verpasst. War der offen? Er war auf jeden Fall außerhalb der Ränderreichweite. Naja, jetzt ist er Geschichte. So schnell kann das gehen. Absolut brutal. Naja, damit ist diese Flanke eigentlich schon komplett gesichert. Heißt jetzt hoch den Hügel und rüber auf die Heavy-Flanke. Beziehungsweise vielleicht erstmal die Mitte ein bisschen säubern. Da ist immer noch, sind immer noch zwei Badgets unterwegs. Die sehr gefährlich sein können. Nein, auf den gegnerischen Todesstern kommt er nicht drauf, aber damit werden die eigenen Leute eventuell das eine oder andere Problem bekommen. Todesstern ist am Nachladen, hat nicht mehr viele Lebenspunkte. Könnte für die Mediumpanzer auf jeden Fall gut ausgehen. Die Badgets versuchen jetzt in der Mitte die eigene Badget rauszudrücken, werden allerdings wahrscheinlich von der Grille und den Jagdpanzer ihren 100er aufgehalten, beziehungsweise begrüßt. Und Icy muss jetzt hier... Naja, vorsichtig sein nicht wirklich, wenn er von dem gegnerischen FV hier gespottet wird, ohne dass er den aufmacht, dann gibt das natürlich Kirmes. Aber ansonsten sollte es grundsätzlich erstmal kein Problem sein, hier reinzudrücken, hier schön reinzufahren und zu gucken erstmal, wo ist denn jetzt eigentlich der Gegner. Da geht die eine Badgehead raus, durch die Grille. Die eigene Badgehead geht jetzt auch wieder auf die andere Badgehead drauf, hat anscheinend nachgeladen. Das dürfte dann ein interessantes Duell werden. Ich guck mal ganz kurz. Oh, ein Schuss. Kriegt das hin? Ja, er kriegt das hin. Wunderbare Sache. Gut gemacht von der Badgehead. Aus dem eigenen Team. Und die FV hat nur noch 41 Lebens. Und es ist ja eigentlich schon traurig, da überhaupt drauf zu schießen. Ne? Aber na gut. Nachladezyklus, Objekt ist auch offen, da muss er sich erstmal nicht drum kümmern. Stattdessen geht's auf die E7, die weiter vorne steht. Und die Heavies, die dicken Dinger, die auch schon zu einem großen Teil auch rausgegangen sind, dank seinem eigenen Team. Aber er drückt hier fröhlich und munter weiter. Und wird jetzt der E7 die frohe Botschaft überbringen. Schön langsam um die Ecke... Er hat es gerochen und da war Icy ein bisschen schnell mit dem Zeigefinger. Ein bisschen zu früh gedrückt. Und der E7 quasi damit die Zeit gegeben, in Deckung zu fahren. Sollte allerdings jetzt gleich nachgeladen sein, wenn er den durchschlagen kann und einen High Roll hinkriegt, einen guten,
dann könnte er ihn mit einem Schuss rausnehmen. Es ist aber nicht unbedingt gesagt, dass er das auch tun wird. Ne? Vergesst nicht, Spaced Armor, also ist ganz, ganz böse bei dem Ding. Oh, 1800er, ja, es ist auf jeden Fall schon mal ein High Roll gewesen. Aber die IS-7 lebt noch. Und eine Kanone, die noch lebt, kann auch entsprechend zurückschießen. Beziehungsweise jetzt nicht mehr. Objekt, interessanterweise, scheint einer der wenigen Überlebenden zu sein. Abgesehen von dem 1305, der oben im Norden gewesen ist noch. Und die ganzen anderen Heavys drücken jetzt alle auch hier unten rum. Beziehungsweise oben ebenfalls. Und ja, er riecht hier die Möglichkeit für einen Kill. Es könnte für ihn gut ausgehen. Möglicherweise ist der eine Medium-Panzer hinter dem Objekt und sieht nicht unbedingt so. Doch, er jolot runter und gibt Icy den dritten Kill. Schönes Ding, saubere Sache. Nicht unbedingt mega beeindruckender Schaden, 6154 für einen Todesstern. Aber ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Und da geht auch dann der 1305 entsprechend noch am Ende raus zu dem E50M aus dem eigenen Team. Schönes Ding, gut durchgerommelt. Ja, Premium-Munition geschossen. Warum er die Standard-Munition jetzt eigentlich dabei hat, ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber naja, so fährt man eigentlich den Todesstern und so fährt eigentlich fast jeder den Todesstern. Gibt da Ausnahmen, ist ähnlich wie beim E100. Ne? Viele Leute fahren den halt rein mit Premium, aber es gibt halt auch Leute, die auch Standardmunition schießen, weil sie einfach sagen, die Premium-Munition brauche ich höchstens dann, wenn ich sie auch wirklich brauche und nicht bei jedem Ziel oder sowas. Ne? Aber jeder hat eine andere Spielweise und der Todesstern wird nun mal mit Brennen gefahren. Schauen wir uns doch mal passend dazu deren Stats an. Am Ende war es die erste Klasse und ja, die AMX 50 Foch hier, die hat er blind mit einem Schuss rausgenommen. Unglaubliches Ding. Ja, wie gesagt, die 6154 Schadenspunkte, 3 Kills, 1071 Standerfahrungspunkte. Am meisten Schaden aus dem Team gemacht, klar. Ja, ist ja immerhin der Todesstern. Und der bringt nun mal das, wie er dann eben auch den Spitznamen bekommen hat, den Tod. 35.000 Silber plus gemacht, trotz Premium-Munition rumgefeuere, wenn ich mich nicht vertue, hat er das Ding auf der zweiten Position. Es war die mit 1700 irgendwas Schaden. Standardmäßig, das müsste die Premium-Munition sein. Und ganze 2458 Erfahrungspunkte für dieses Biest hier. Und ja, ordentliche Sache, muss ich ja einfach mal so sagen. Ne? Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst ihr von Däumchen nach oben da. Wenn nicht, dann ja, entsprechend Däumchen runtergeben. Natürlich auch vollkommen legitim. Wenn du ein richtig geiles Replay hattest, dann schickst mir da einfach zu. Alles, was du dafür tun musst, ist unten in die Videobeschreibung gehen, auf den Link zu www.replays.eu klicken, dort dann Replay hochladen und es mir an die ebenfalls in der Videobeschreibung stehenden E-Mail-Adresse schicken, die da heißt replay@wanuri.de. Ich bedanke mich für alle Leute, die fleißig mal Replays einschicken. Ich habe für die nächsten paar Wochen auf jeden Fall schon mal welche auf Lager. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Manuel sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.